Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen zu deiner Legung März 2022. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Lieber Krebs, wir starten heute eure Monatslegung mit diesen wundervollen Orakelkarten. Ich habe wieder zwei verschiedene Tarotkartendecks dabei. Wir gucken uns eure Liebe, Berufung und eure Persönlichkeitsentwicklung an. Ich möchte mich im Vorfeld ganz herzlich bedanken für eure Geduld, weil ich habe die letzten anderthalb Wochen renoviert. Dementsprechend sehe ich auch aus, aber nichtsdestotrotz, meine Haut hat es nicht so, nee, die hat es nicht so verkraftet. Aber mir war es jetzt erstmal wichtiger, anstatt meine Haut zu heilen, hier eure Monatsvideos jetzt endlich mal hochzuladen und abzudrehen. Und deswegen, meine Lieben, danke, 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 danke für eure Geduld. Schön, dass ihr da seid, auch wenn ihr das vorletzte Kettenglied seid. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch welche, die gerne gucken, weil sie einfach meine Unterstützung brauchen. Und deswegen mache ich das ja natürlich hier auch alles. So, meine Lieben, ich habe noch eine Info für euch, und zwar bezugnehmend auf den März. Wer gerne im März losstarten möchte mit einem zweiten Standbein, dass ihr zum Beispiel euch gerne verändern möchtet im beruflichen Sinne. Ich biete wieder eine Reiki-Ausbildung an, ja? Egal ob Reiki Grad 1, 2, Meistergrad, Lehrer, je nachdem, wo du stehst, melde dich gerne bei mir, wenn du dich dahingehend der neuen Zeit anpassen möchtest und dich dahingehend verändern möchtest. Ich freue mich, wenn ich dich in meiner Community begrüßen darf. Wir, wie gesagt, wir sind alle ganz, ja, ganz chillig unterwegs. Und ich freue mich, wenn ich einen Teil deines Lebensweges begleiten darf. Ansonsten, wenn du gerne eine private Legung haben möchtest, Krebs, auch da kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden. Ich mache auch private Legungen. Ja. Und alle Informationen dazu stehen unten in der Infobox. Okay? So, ich trinke jetzt noch kurz einen Kaffee, einen Schluck Kaffee, und dann gucken wir mal, um was es hier geht. Okay, wir haben hier drei Karten. Einmal Respekt, Freundschaft und Loslassen. Ich kriege ganz klar rein, das wird eine Geschichte von Freundschaft bzw. Liebesgeschichte. Und zwar, es wird hier im Monat März ganz klar um den Respekt zwischen euch gehen, zwischen einer weiteren Person und dir, ja, wo du den Respekt zu einer Person oder ihr gemeinsam zu euch leben werdet oder haben werdet. Ja, das ist das eine, man respektiert sich. Es ist aber im Moment eher noch eine Freundschaft. Und der Respekt ist deswegen da, weil es für dich wichtig ist, vor einer anderen Person Respekt zu haben. Du möchtest aber gerne mehr, weil hier ist das Thema Loslassen im März ganz klar gezeigt oder angezeigt. Das heißt, Respekt füreinander, miteinander. In der Freundschaft, okay. Aber hier geht es um mehr. Und wenn du das mehr nicht bekommst oder derjenige sagt dir, nee, pass mal auf, ich möchte aber nicht mehr, mir reicht die Freundschaft, dann sagst du, okay, dann kann ich nur eins loslassen. Es könnte sogar so weit gehen, dass du auch dann diese Freundschaft zu dieser Person loslässt. Dass du dann sagst, nee, ich möchte dann gar nicht mehr, weil mich das einfach zu sehr verletzt. Ja? Der Respekt ist genauso wie die Akzeptanz. Du respektierst dann bei manchen die Freundschaft. Aber wenn du sagst, nee, mehr ist nicht, weil die Person das nicht möchte, dann schaust du, wie es dir damit geht und sagst, nee, da möchte ich lieber loslassen. Ja, also auch das ist hier, bevor du daran kaputt gehst, weil du mehr Gefühle investiert hast, dann ist es eine gute Ausgangsbasis, wenn es dir dabei schlecht geht, nur in Freundschaft mit der Person zu sein, dass du dann sagst, nee, hör mal zu, dann lasse ich lieber los, weil sonst gehe ich daran kaputt. Ja, so, wir gucken uns das aber mal an. Okay? Wir schauen uns an, um was es hier geht. Für die Krebse
im März 2022. Wie kann ich euch hier weiterhelfen? So. Schon gefallen. So. Eine Karte hätte ich gerne noch für die Krebse, bitte. So, wir fangen mal mit der Outcome-Karte bei euch an. Ich fange mal die Legung bei euch ein bisschen anders an. Und zwar geht es hier um die Gefühle. Ja, der Mond steht für die Gefühle, fürs Unterbewusstsein und aber auch für Ängste. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du dir hier echt Gedanken machst um diese Art Freundschaft. Plus, du möchtest gerne mehr. Und du dir aber sagst, wenn hier nicht mehr stattfindet als Freundschaft plus, dann lässt du los. Und dein Unterbewusstsein triggert dir das schon. Du bist sehr gut mit deinem Unterbewusstsein. Wenn es noch nicht so weit ist, dann wirst du es feststellen. Ja, lieber Krebs, wir haben hier den König der Kelche. Wie gesagt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, deswegen münzt es euch bitte um. Du bist hier, liebe Dame, ja, Ladies, ihr seid hier in der männlichen Energie. Das heißt, ihr möchtet sehr gerne. Ihr möchtet sehr gerne mit jemandem zusammen sein. Ihr möchtet gerne euch um jemanden kümmern. Ihr möchtet gerne euch um jemanden sorgen, ja. Diese Person ist wie ihr gerade Single, ja. Ihr seid hier noch nicht richtig zusammen und ihr möchtet aber gerne mehr, ja. Die 9 der Münzen ist letztendlich eine Karte, dass man alles hat, was man braucht. Man muss nicht. Man kann, aber man muss nicht. Man kennt seinen Wert und du möchtest aber gerne mehr, ja. Die Welt sagt, ja, es ist jemand im Leben für dich da. Es ist auch jemand in Freundschaft für dich da. Aber wenn die Situation sich bei euch, bei deinem Gegenüber so zeigt, dass dein Gegenüber nicht mehr möchte, dann sagt die lichtvolle geistige Welt auch zu dir, hey, dann musst du loslassen. Weil dann gehst du nämlich in den Bedarf. Und dann musst du einen Neuanfang machen. Wenn mit dieser Person keine Beziehung funktioniert, weil die Person nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann darfst du hier weitergehen. Die Welt ist auch ein Zeichen dafür oder ein Symbol des Weitergehen. Die Welt, die dreht sich weiter. Auch das darfst du lernen. Du bist ein wertvoller Mensch. Passe bitte auf, dass du nicht in den Bedarf gehst. Wenn du im Bedarf bist, dann weiß dein Gegenüber, dass du abhängig bist, dass du, ja, Bedarf heißt immer, du brauchst, du willst. Aber mit 9 der Münzen hast du alles, was du brauchst. Ich denke hier, dass du ein Stück weit von deinem Weg abgekommen bist, lieber Krebs. Besinne dich auf dich selber, komme wieder bei dir selber an. So, wir fragen jetzt mal bei König der Kelche. Um was geht es hier noch beim König der Kelche? Was geht es hier bei dir? Okay. Wir haben hier 7 der Schwerter. 7 der Schwerter ist, bist du wirklich ehrlich zu dir selber? Bist du ehrlich zu dir selber? Bist du ehrlich zu deiner Umwelt? Ich bleibe mal bei der Frage, bist du ehrlich zu dir selber? Gucke mal genau hin. Du hast jemanden an deiner Seite in Freundschaft, wo du mehr Gefühle entwickelt hast. Bist du so ehrlich zu dir selber
und sagst, okay, ich weiß ja, dass der nicht mehr will wie Freundschaft, dass ich weiß, dass der möchte keine Freundschaft plus, weil die Person hier meinen Wert kennt. Die Person weiß, wie wertvoll ich bin. Es gibt Frauen, die auf Männer sehr anziehend wirken, weil sie nämlich nicht im Bedarf sind, weil sie sich kennenlernen und sehr selbstständig rüberkommen. Und dann hast du auf einmal festgestellt, ja, okay, aber ich möchte ja doch mehr. Und hier ist ganz klar signalisiert, guckt mal, 9 der Kelche, Single-Karte, ja, die Karte des Wertes mit dem schnellen Neuanfang, ja, Ass der Stäbe. Du hast Stabenergie, ist sexy Peel Energie, ist schnelle Energie, ja, schnelle Entscheidungen, charismatisch. In Verbindung mit 9 der Münzen. Ich deute das so, dass du hier bei der Freundschaft bleiben wirst. Das hier mit dem Ass ist wie ein Neuanfang im Single-Dasein, weil du mit der Entscheidung deines Gegenübers nicht klarkommen wirst. Du wirst damit nicht zurechtkommen, dass dein Gegenüber keine Freundschaft plus möchte oder eine tiefere, intensivere Freundschaft möchte. Und deswegen das Loslassen. So, wir haben hier die Welt. Um was geht es hier bei der Welt? Was dreht sich hier weiter? Das ist mir zu viel. Um was geht es hier bei der Welt, bitte? Es gibt hier noch andere Menschen, lieber Krebs, die gerne mit dir zusammen sein möchten. Es gibt andere Menschen, die mit dir zusammenarbeiten möchten, die mit dir zusammen sein möchten, die mit dir einfach kooperieren möchten, in Harmonie sein möchten. Ja, 3 der Münzen ist immer Teamwork, Teamarbeit. Es kann eine Arbeitskarte sein, aber ist auch in Bezug auf die Liebe gemünzt jetzt hier eine. Du bist nicht allein, Karte. Ja? Du hast noch andere Menschen außer den einen Menschen. Und wenn du jetzt sagst, ich will aber nur den einen, ja, dann wirst du hier die schmerzhafte Erfahrung machen, dass du begreifen darfst, dass es hier einen Neuanfang geben kann, wenn du begriffen hast, dass diese Freundschaft keine Freundschaft plus ist, sondern wirklich eine gute Freundschaft ist. Und dass hier die 9 der Münzen mit dem Ass der Stäbe ein neues Single-Dasein darstellen kann. Weil dein Gegenüber, den kannst du nicht zwingen, mit dir zusammen zu sein. Das ist wichtig. Eine gute Freundschaft, wisst ihr, eine gute Freundschaft kann mehr wert sein wie eine schlechte Beziehung. So, The Fool. Der Neustart, der Narr. Was geht's hier? Ja, zweimal Neustart. Einmal Neustart mit dem Narren und Neustart ist hier Ass der Schwerter. Pass auf, wenn du hier begriffen hast, dass andere Mütter auch schöne Söhne haben und du lässt Freundschaft plus sein und gehst nur entweder in die Freundschaft oder du bleibst bei der Freundschaft oder du sagst, nee, dann kann ich nicht, dann lasse ich auch die Freundschaft sein. Ja, wenn du das verarbeitet hast, dann wird dir hier ein Neuanfang präsentiert werden können. Und zwar ein direkter, der kommt schneller, als du denkst. So, was haben wir denn hier? Ja, geh mal feiern. Geh mal feiern und geh mal raus. Lache mal wieder, lebe mal wieder ein bisschen mehr. Du bist hier, zu sehr hast du dich an eine Person geklettet. Ja, du bist aber hier mit 3 der Münzen und mit 3 der Kelche. Da bist du nicht alleine. Du hast genügend Menschen, die mit dir gerne zusammen sind. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber Katrin, ich möchte trotzdem nur mit dem einen sein. Ja, aber wenn der eine nicht will, lieber Krebs, dann kannst du den nicht zwingen. Und das ist genau das, was du hier lernen darfst.
So, und jetzt weiß ich, dass ihr hier sitzt und sagt, ja, und was mache ich jetzt mit der Situation? Und jetzt gucken wir uns, meine lieben Krebse, wir gucken uns jetzt mal den Neustart an, den ihr hier direkt habt, okay? Was ist das für ein Mensch, den ihr hier eventuell kennenlernen könntet? Um was geht es hier bei der neuen Energie? Drei Karten. Um was geht es hier bei der neuen Energie vom Krebs? Ach, wow. Ja, wunderbar. Ich sag doch, nach Regen, da kommt Sonnenschein. Das ist wunderbar. Meine Lieben, wenn ihr begriffen habt, dass ihr frei seid, dass ihr begriffen habt, was ihr für einen Wert habt, dann werdet ihr jemanden kennenlernen mit der gleichen Energie eures Wertes. Also zwei Singles lernen sich kennen, die auf dem gleichen Level sind. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, eine gute Basis. Ja, weil du bist dadurch, du bist hier nicht mehr im Bedarf. Derjenige, der möchte gerne dann mit dir. Denn hier kommen die Liebenden. Du wirst dich hier, wenn du es zulässt und du begriffen hast, dass dein jetziger aktueller Gegenüberpartner nur Freundschaft möchte und keine Freundschaft plus. Und du aber sagst, ich möchte aber Freundschaft plus. Wenn nicht mit dem, dann lasse ich los. Super Idee, ja. Denn es kommt hier jemand Neues und der wird dir auch den Ausgleich bringen. Der wird dir genau den Ausgleich bringen, den du brauchst. Ne? Der ist auf deiner Energie, 9 der Münzen. Also jemand, der sich selber finanziert, selber trägt, der deinen Wert und seinen Wert kennt. Ja, ihr habt das gleiche Level. Ihr habt beide das gleiche Ziel. Ihr wollt eine Partnerschaft und eine Liebe. Und damit könnt ihr den Ausgleich nämlich dann leben. So, und es ist ja noch nicht zu Ende. Wir wollen ja noch gucken, wie es hier weitergeht. Wie geht es denn mit dem neuen möglichen Partner weiter, wenn es mit dem jetzt aktuellen, den du in Aussicht hast, nichts werden möchte? Wie geht es hier mit dem neuen weiter? Eine Karte hätte ich bitte gerne noch. Ja, wunderbar. Also, du machst dir natürlich dann erstmal Gedanken, weil das ist ja klar, dieser Zustand mit dem Alten, ne, dass du gerne möchtest, aber es nicht funktioniert. Ja, da machst du dir Gedanken, ne, was könnte sozusagen dein Umfeld, die Öffentlichkeit dazu sagen. Ja, so nach dem Motto, jetzt passiert es mit dem nicht, das klappt nicht, jetzt hat sie schon wieder einen neuen. Ne? Haken hinter, es ist dein Leben. Ja, mach dir nicht zu viel Gedanken. So. Dann könnte es aber sein, dass derjenige, der dich nicht wollte, auf einmal feststellt, oh, sie hat da einen anderen und macht dir auf einmal Druck, so nach dem Motto, ne, jetzt möchte ich ja vielleicht doch. Kann dir passieren, ja. Das wird dann aber der Zeitpunkt sein, wo du nicht mehr möchtest. Warum? Na, weil du total verzaubert bist von jemandem, der deine Energie hat und der Liebe möchte, genauso wie du. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Ja, also du wirst hier deinem Alten gegenüber keine Möglichkeit mehr geben. Du wirst da eher sagen, na wieso, ich wollte, du wolltest nicht. Und dann hast du losgelassen, ja, und stellst dann fest, dass du jemand Neues kennenlernen kannst, dass jemand Neues in dein Leben huscht und findest aber heraus, dass der genau die gleichen Ziele, Wünsche, Träume hat wie du. Und das passt auf einmal deinem anderen Gegenüber nicht. Das kann hier sehr gut eine Möglichkeit sein. Aber du bist so verzaubert von deinem neuen Gegenüber, dass du mit deiner rosaroten Brille den Ausgleich, bist du so verzaubert, dass du genau sagst, boah, Wahnsinn, das ist ja toll. Ja? Also, lieber Krebs, du hast alle Möglichkeiten. So. Und meistens ist es ja so, dass man als Frau interessant wird bei dem Alten, wenn man nicht mehr zu haben ist, ne? Sind wir mal ehrlich. So. Jetzt noch eine Engelkarte. Schutzengel. Mein lieber Schutzengel, bitte behüte und begleite mich. Ich folge dir. Du bist in meinem Leben willkommen. Ja, du kannst hier, um sozusagen denjenigen, der
dich nicht möchte, außer Freundschaft, dass du denjenigen leichter loslassen kannst, dass du aus dem Bedarf rauskommst. Mach dir gerne einen Screenshot. Da kannst du die Engel sehr, sehr gerne um Unterstützung und Hilfe bitten. Das kannst du jeden Tag vorm Einschlafen tun. Lieber Engel, dann sagst du das, was da steht. Ich bitte dich, dass du mir denjenigen schickst, der für mich jetzt richtig ist. Danke. Bedanken ist immer ganz wichtig. Ja? Also, meine Lieben, es ist eine Lernaufgabe für euch hier. Ihr seid nicht alleine, ihr werdet auch nicht alleine bleiben, sei denn ihr wollt es. Ja? Aber wenn ein Gegenüber nur Freundschaft möchte anstatt Freundschaft plus, dann könnt ihr das nicht ändern, denn wir alle sind Menschen und wir alle haben freien Willen. Okay? Und von dem her werdet ihr das nicht verändern können. Ihr werdet es nur annehmen können. Ob ihr loslasst oder nicht, ist eure eigene Entscheidung. Und auch der Respekt ist wichtig, dass ihr auch weiterhin respektvoll miteinander umgeht. Denn denkt dran, alles, was Unlicht ist, ist Karma-Aufbau, ist nicht gut. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, ich drücke euch ganz doll die Daumen. Wenn ihr Unterstützung braucht, gerne, könnt ihr mich gerne kontaktieren und euch eine private Legung buchen. Ich freue mich immer, wenn ich euch helfen kann. Deswegen mache ich das hier alles. Und in diesem Sinne, fühlt euch umarmt. Ihr seid wundervolle Krebse. Ich habe auch einige um mich herum. Und wenn ihr einfach der Meinung seid, ihr müsst 3 Schritte vorangehen und 5 Schritte zurück, dann ist das einfach so. Geht in eurem Tempo. Ihr schafft das. In diesem Sinne, alles, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, eure Katrin.